Liebe Michaela, in unserem Bicablo Trainingsbaum gibt es ja hier so einen Ast. Ganz besonderer Ast. Ein ganz besonderer Ast, denn das hier ist kein Training, sondern der Vision Retreat. Genau. Was ist das? Das ist kein Training, weil wir im Vision Retreat uns gar nicht mit Techniken beschäftigen, die wir lernen und vermitteln, sondern das ist eine Reise mit dem Stift zu dir selbst. Zu mir selbst. Mhm. Was passiert da genau? Wir haben 3 Tage im wunderschönen ehemaligen Kloster in Schweinheim. Das ist ein Ort, der ist sehr ruhig und der eignet sich total gut dafür, so zur Ruhe zu kommen und innezuhalten und sich so grundlegende Fragen zu stellen wie, was wünsche ich mir eigentlich von meinem Leben? Wo stehe ich gerade? Bin ich auf dem richtigen Weg? Was sind meine Ressourcen? Also wovon kann ich dann meine Vision ausarbeiten? Und das hat ja auch alles was mit dem Stift zu tun. Das hat total viel mit dem Stift zu tun, genau. Der Stift begleitet uns die ganze Zeit und schließt im Grunde genommen die einzelnen Schritte für uns auf. Also am ersten Tag geht es darum, einen Rückblick zu machen. Was sind meine Ressourcen? Du hast es gerade schon gesagt. Der zweite Tag geht ganz viel in die Tiefe und wir fragen uns, was sind eigentlich Wünsche? Wenn wir uns etwas wünschen, was steckt so genau dahinter? Mhm. Wir fragen uns auch, was ist denn Potenzial? Wann bin ich in meinem Potenzial? Was hat das alles mit Zeit zu tun? Das finde ich mega spannend und auch mit Kreativität. Ne? Ich brauche ja Kreativität, um dann meine Wünsche auch in meinen Alltag bringen zu können. Und womit gehe ich dann nachher aus diesem Retreat raus? Mhm. Genau, am dritten Tag können wir dann die Dinge, die du gesammelt hast im Laufe dieser Tage, das ist nämlich total schön. Jeder Teilnehmende hat so eine kleine Atelier-Ecke und die füllt sich im Laufe der Tage mit lauter Materialien, mit Ideen, mit Worten, mit Bildern. Was möchte ich in meine Zukunft hineinbringen? Wo möchte ich hineinleben? Mhm. Und dieses ganze Material wird zu einem Bild verarbeitet am dritten Tag. Ein Visionsplakat, ein Kraftposter, wie auch immer man das nennen möchte. Und das kannst du dir am Ende des Retreats zusammenrollen und unter den Arm klemmen und mit nach Hause nehmen. Und dann kannst du das ganze nächste Jahr oder länger schauen, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Oder was wächst eigentlich aus all diesen Wünschen, die ich in diesem Retreat gesät habe? Das klingt total spannend. Mhm. Ist es auch.